Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die verstrahlte Welt von Endzone, A World Apart. Ja, wir haben gerade ein Problem. Wir haben weder Schrott noch haben wir Holz. Und ich weiß gerade nicht, woran es liegt, ne? Also ich baue hier unten, wollte ich einen Steg und noch eine Zisterne bauen. Oder so ein Wassersilo, dass wir noch mal ein bisschen Wasser rankriegen hier. Dann noch können wir die Wasserpumpe ja nicht. So, ah, da kommt ein Händler mit voller Geschwindigkeit. Ja, Holz. Was ist denn hier mit dem Holzabbauen-Typen? Der ist auch beschäftigt. Also, weiß nicht, ich habe drei Förster im Anmar, im Andingens. So. Tja, sag mir mal einer, warum ich kein Holz hab, ne? Köhlerei könnte ich mal eben pausieren, eine. Ja. Der könnte ich mal eben sagen, du jetzt nicht. So, wir haben einen Händler an Bord. Ach, die Olle schon wieder. Wie heißt du noch? Die alte Tibara. Ist das nicht mein absoluter Lieblingskunde? Ja, wir haben ja auf jeden Fall einen super Ruf. Doch, glaubt der alten Tibara. Sie kennt sie alle. Tibara hat auch wieder nur ihre besten Sachen dabei. Lass sie ruhig Zeit. Tibara muss ihre Lunge wieder beruhigen. Ja, auch mal weniger. Also am besten ist ja immer das hier. Paar Joints. Nee, das ist zu viel, oder? Ich gebe ja nicht die Hälfte meiner Dings ab. Maximal 20 Elektronik. 20 Metall. Hier behalte ich schön. Hier Medizin können wir ein bisschen was geben. So 150. So. Und nochmal hier. Puh, 800 Pilze, ey. Ja. Machen wir nochmal. Nochmal 220 Medizin. 215, dann machen wir nochmal 5 Metall drauf. Aber 10 Metall, das ist okay. Das sieht doch gut aus. Du weißt wirklich immer, wie man das Herz einer alten Dame höher schlagen lässt. Nein, wirklich. Ich könnte dich küssen. Ja, das ist schön. Lass mal sein. Nee, nee, dann lass doch mal. So, wir müssen gucken, dass wir wieder an Holz kommen. Hier war noch irgendwo ein Holzfäller mit angeschlossener Köhlerei. Die deaktivieren doch beide mal. Weil allen fehlt jetzt Holz hier und Schrott. Aber wieso Schrott? Ist das alles hier auf dem Weg in die Forschung? Yo, oh, das ist das, ne? Die Raffinerie kostet mich gerade so viel. Ja, aber macht nichts. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. So, Handel ist abgeschlossen. Wie sieht's wohnraumtechnisch aus? Verteidigung ist bei uns gerade produziert. 6. Hm. Verbraucht 0. Von Gebäuden verbraucht. Hm. Tiere haben jetzt 11. Keine Medikamente gegen Verstrahlung. Arznei haben wir genug. Nahrung und Getränke haben wir mehr als genug. Bier bräuchten wir bald mal. Lagerung, ne? Ich habe hier freien Lagerplatz zur Hälfte, ein bisschen weniger als die Hälfte. Wohnraumverteilung, haben wir obdachlose Siedler? Nein. Haben wir noch Wohnraum? Ja. Freier Wohnraum für Familien haben wir wieder keinen, ne? Also wir haben am meisten Erwachsene. Relativ viele junge Erwachsene. Alte Erwachsene sind wenige. Betagte ein bisschen mehr. Kinder geht auch. Ja, sieht doch gut aus. Todesursachen. Immer noch das Alter. Fruchtbar ist auch noch ganz oben.
unfruchtbar, das werden die Alten sein, ne? Ausbildungsverteilung und Produktion. 40% ausgebildet. 100% ausgebildet habe ich 0. Kleidung, Werkzeug, oh Mann. Bildungsverteilung, entweder gar keine Bildung oder volle Bildung, okay. Uiuiui, gebildet, ungebildet, oh. Ungebildet ist blöd, ne? Wir brauchen noch eine Schule oder was? Erstmal brauchen wir jede Menge Ressourcen hier. Noch haben wir Kohle, deswegen kann ich das jetzt gerade abschalten. Ja, lass mal alles ein bisschen schneller laufen hier. So, hier Wasser. Ach, der Steg ist schon fertig. Gut. Ey, was? Schon wieder Krankheit. Warum habe ich denn so viele kranke Siedler? Ich habe genug Kräuter hier. Guck mal. Kräuter. 691. Medizin. 799. Ach so. Gesamte Lagermenge haben wir 51% schon wieder belegt. Ne? Aber mal ganz ehrlich, wieso werden die ständig krank hier? Das ist doch Shit. Dann kommt Expedition los. So, ich wollte als nächstes den da. Und da steht erstmal ein Kundschafter hin. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal ausgekundschaftet hatte. Nö, das kommt mir nicht bekannt vor. So. Da geht wieder nach oben. Ja, ich brauche mehr Expedition. Dass ich hier bei der Forschung ein bisschen mehr... Was hat er denn? Siedler in diesem Gebäude leiden an einer Krankheit. Das ist Schwachsinn, ey. Ehrlich. Das ist völliger Schwachsinn. Ich wüsste nicht, warum die alle auf einmal krank werden sollen. Was ist hier? Achso, das pausiert und das pausiert. Daran findet man das ja. Was haben wir denn hier? Eine Seuche. Begrabe tote Siedler und kümmere dich darum. So. Kranke Überlebende. Achso, kann ich gar nicht. Ich habe noch einen hier. Schlaraffenland. Ja, weil alle krank sind. Oh, das sieht gerade echt blöd. Ah, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. So. Hier. Ja, ich dachte, weil hier... Hier fehlt mir noch ein... Ich habe doch Saat ausgewählt. Doch, ich habe Pflaume gesagt. Hä? Ach so. Ah. Okay. Ist ja gut. Haben wir jetzt. Was ist hier? Ah ja, der Forscher. Hey Boss, wegen der Ruine, zu der du mich hinter mir Licht in den Fenstern. Ich habe zwar niemanden gesehen, aber irgendwer hat dort wohl ein Lager aufgeschlagen. Am besten du schickst eine kleine Expedition hierher. Also, ich brauche schon wieder junge Erwachsene. Hier steht nichts mit Dings. Hier. Alten Erwachsenen. Aber nicht zu alt, weil das Problem ist, hier, der sieht doch gut aus und die sieht doch gut aus. So, nochmal ein paar Expeditionsrationen starten. Ach, und der Schawum sagt, ich soll in die andere nochmal gehen. Nur weiß ich gar nicht mehr, welche ich zuletzt gespielt hatte, ne? Um die restlichen Ressourcen abzuholen. Und Schrott ist immer gleich weg. Aber Holz ist gerade gut, ne? Holz läuft wieder. Das ist auch bald voll. Da ist auch bald bald geschafft ist relativ 444, ey. Der braucht eine Menge Schrott, das Scheißding, ne? Und wenn das gleich wieder voll ist, kann ich ein bisschen laden lassen und dann kann ich die Köhler wieder einschalten. Das ist okay. Boah, das war echt doof, oder? Ey, ja. Wie viel Schrottsammler hast du?
So, das heißt aber auch, wir brauchen noch mal ein paar Hütten. Wir brauchen noch mal ein paar Neugeborene hier, ne? Ja. Über. Eins, zwei, drei. Ach, Mist. Egal. So, ich habe jetzt hier noch mal eine Plantage. Sammle Nahrung aus verschiedenen Quellen. Wahrscheinlich, weil er noch nichts geerntet hat hier, oder? Pekanuss. Achso, ich dachte, das wäre Pflaume gewesen. So, nee, lass mal ein bisschen wachsen hier. Ist doch okay. Sollte klappen. Wenn nicht, sind die mal ein bisschen unzufriedener. So, ja, wir brauchen das. Ne? Dem fehlt Schrott. Ach, wir, die brauchen alle Schrott. Scheiße. Als nächstes bauen. Ja, muss ich jetzt ein bisschen koordinieren hier, ne? Schrottplatz. Ah, hier, die Forschung war auch Schrott. Ah, guck mal hier. War doch schon. Ja. So, damit er das als nächstes baut, wird nämlich als nächstes der Schrott hier eingelagert. Damit wir wieder ein paar neue Mitbewohner bekommen, ne? Unser Wachstum stagniert gerade. Ja, Schrottsammler dürften jetzt auch mal langsam ein paar mehr kommen hier. Wieder. So, Wildschwein, mal gucken. Ich habe jetzt zwei Büffel. Oh, hier gibt es Milch. Ja, komm, wir nehmen die Wildschweine mal raus. Ne? Auf dieser Weide befinden sich noch 7 Tiere. Willst du alle Tiere für 11, 20 Nahrung schlachten? Ah, nee, lass mal raus. Ich baue lieber nochmal ein neues. Ja, dann bauen wir später nochmal eine neue Weide. So, was? Sandsturm? Tatsache. Licht. Vielleicht treffen wir ja jemanden. Naja. Klopft an die Tür. Natürlich. Achso, wir sind auf eine junge Frau getroffen. Scheinbar hat sie sich wegen Differenzen mit den Bewohnern einer anderen Endzone auf eigene Faust auf den Weg gemacht und hier ihr Lager aufgeschlagen. Den Strom für die Beleuchtung erzeugt ein alter Generator, den sie wieder in Schuss gebracht hat. Sie scheint sich gut mit Technik auszukennen. Wir haben ihr angeboten, sich uns anzuschließen. Sie wirkte nicht abgeneigt. Okay, die Frau hilft uns, den Generator auseinanderzubauen und würde sich uns dann anschließen. Fortwahr, natürlich. Ein Siedler, 11 Metall, 11 Schrott, 5 Elektronik. Alles klar, das hätten wir. Sie packt noch ihre Sachen zusammen und kommt dann mit. Expertinnen wie Sie können wir gut gebrauchen. Ich hoffe, wir auch haben auch einen Schlafplatz für Sie übrig. Natürlich. Sie gibt uns auch noch einen selbstgebauten, handbetriebenen Dynamo in ihre Blaupause mit. Das könnte uns künftig sehr entgegenkommen. Sehr schön. Diese Option wurde bereits abgeschlossen. Zurück. Haben wir gemacht. Zurück. Achso, da gibt es noch mehr. Da oben gibt es wohl nicht viel zu holen, laut unserer Einsiedlerin. Nur etwas alter Schrott und vergammelte Holzkisten, die dort gelagert wurden. Natürlich fortfahren. Aha. Gebrauchen können wir Schrott und Holz natürlich trotzdem. Jupp. So, und dann nochmal. Im vorderen Bereich des Gebäudes war mal ein kleines Geschäft, in dem alles Mögliche an Krams verkauft wurde. Vielleicht finden wir noch was Brauchbares. Jupp. Das dürfte alles gewesen sein. Ein paar Haushaltsgegenstände aus Plastik, Stofflappen und ein paar Einrichtungsgegenstände zum Verschrotten. Unter dem Tresen haben wir außerdem noch ein Brecheisen gefunden. Ob das zur Selbstverteidigung herhalten sollte? Jetzt einpacken und zurückkehren. Hier muss ich tatsächlich mal nichts liegen lassen.
einpacken und zurückkehren. Endlich, wir hatten schon genug von diesen Rationen. Die wurden nach einer Weile echt ungenießbar. Gute Heimreise. Hey Boss, unsere neue Kumpanin, kennt sich nicht nur prima mit Technik aus, sondern hat auch noch gute Ideen, wie wir unsere Siedlung mit Strom versorgen können. Mit elektrischem Licht könnten wir nicht nur effektiver, sondern sogar nachts arbeiten. Ja, machen wir. So. Das heißt, hier Elektronik produziert, kriegen wir hin. Metall produziert, kriegen wir auch hin. So, Errungenschaftsfortschritt wie aus Stein 3 von 6. Hier wird's echt knapp, ne? Ja, das hat nicht geklappt. Ich hab gedacht, mach mal so eine Plantage, dann passt das. Dann baue hier die nächste Weide. Wollte ja sowieso eine machen, mit Milch und so. So. Hopp. Ach Quatsch, hier. Logistik. Ja, Weide ist gut. Wir brauchen ja nicht mal was machen damit, ne? Weide ist super. So, das heißt aber auch, jetzt können wir Abbau von Kohle machen. Das heißt, sobald wir den Schrott hier zusammen haben, würde ich Kohle generieren, ne? Die drei Hütten sind ready. Die Expedition ist abgeschlossen, zurückgekehrt. Ja, Schule später. Ja, die muss erweitert werden. 10 Schüler nur, ne? Beziehungsweise brauche ich schon mal die nächste hier. Und das hier, wieso ist das schon wieder verseucht? Ich dachte, du deckst das jetzt ab. So, hier, was damit? Fehlende Ressourcen für Gebäudereparatur. Ach so, die sind... Ah! Ist noch ein Reparatur... Hier muss alles repariert werden, ne? Da kommt... Kommt Zeit, kommt Rat. Da. Hier fehlt noch ein bisschen was. Ich brauche einen neuen Hirten. Die Küche, die müssten wir auch mal langsam hinkriegen, ne? Ochse. Ja, Büffel meine ich, genau. Fehlt nur noch dieser blöde Schrott, ne? Der fehlt aber hier leider auch, aber nicht mehr lange. Gut. Naja, entweder schaffen wir es jetzt oder nicht. Der hat noch Arbeit. Dann haben wir noch den Schrottauftragsjungen da. Der hat auch noch Arbeit und den Holzabbau hat auch noch ein bisschen was zu tun. Okay. So, Holz war ja eingelagert hier, ne? Ja, das heißt, ich kann hier den Köhler schon mal wieder anschmeißen. Und hier auch. Zack, Qualkohle, ne? Brauchen wir. So, dann speichere ich mal von Hand. Oh krass, wie schnell die Zeit in diesem Spiel vergeht. Ja, das ist hier. Fehlende Ressourcen für Gebäudereparatur. Ja, welche? Ah, siehste, geht doch. Ja. Elektrizität ist auch noch so ein Forschungsgebiet. Das wird knapp. So, Weide läuft. Ja. Dann weiß ich es auch nicht. Mit den Quellen gemeint ist. Das weiß ich dann auch nicht mehr. Weil ich habe jetzt 11 Quellen quasi. Muss irgendwo erst was geerntet werden. Das wäre jetzt blöd, weil hier dauert noch. Wir hätten nicht gedacht, dass wir bei dieser bescheidenen Bitte enttäuscht werden. Wir wollen uns lediglich etwas gönnen, aber anscheinend war das zu viel verlangt. Nein! Haken, ein unglücklicher Siedler. Wer ist es? Der wird verbannt. Gut ist. So, du. Raus.
Wer bist du? Oh, zwei. Ah, das war vielleicht nicht klug, ne? Naja. Wird wieder steigen. Wir machen das nächste Mal besser und gut ist, ne? Was haben wir denn hier? Nee, ausgewogene Ernährung. Hier erstmal die Leichen auf unseren Straßen. Zack. Okay. Hier. Noch ein Totengräber mehr. Ja, kein Thema. So. Kranke Überlebende. Hey Boss, wir haben gerade einen Funkspruch aufgefangen. Andere Überlebende wollen sich unserer Siedlung anschließen. Sie sind aus ihrer eigenen Siedlung geflohen, als diese von einer schweren Krankheit heimgesucht wurde. Einige von ihnen schienen schwer krank zu sein und klingen verzweifelt. Sind wir in der Lage, sie in unserer Siedlung aufzunehmen und ordentlich zu handeln, oder ist zurzeit riskant? Ja, kommt. Wann haben wir denn da? Kräuterhütte. 404 Kräuter produziert. Sag mal, geht's noch? Na, da bin ich gespannt, ey. Jetzt mache ich lieber gerade voll. Ja, wir brauchen eine weitere Schule, ne? Würde ich sagen, weil, wenn wir hier mal gucken, Bevölkerung, Bildungsverteilung sieht ganz schön bescheiden aus bei uns. Heißt, wir bauen noch mal eine zweite Schule hier ins Wohngebiet rein. Jetzt habe ich ja doch Produktion an die Wohnsiedlung gebracht. Scheiße. Hat nicht aufgepasst, ne? So, naja. Forschung ist abgeschlossen. Na, die forschen noch. Oder? Ja, würde ich sagen, ne? Wird noch geforscht. Wie lange dauert das denn dann? Du hast doch jetzt alles. Dann fang doch an zu forschen. Oh, hä? Werkzeug auch schon wieder zu wenig. Gibt's doch nicht. Dann machen wir mal Schrottwerkzeug. Nein, bloß nicht. Ach, ich weiß warum. Weil die andere Werkstatt keinen Schrott gekriegt hat, ne? Da. So, dann muss ich auch mein Metallwerkzeug herstellen. Nützt ja nichts. Ist eh effizienter. Kein Händler. Doch, hier ist wer. Einen schönen Tag wünsche ich. Ich freue mich mal wieder hier sein zu können. Ich habe eine ganze Reihe an super tollen Sachen für dich eingepackt. Schau doch mal, ob du an irgendetwas interessiert bist. Und das kaufe ich gerne. Und dafür kriegst du die Kohle. Na. So, 80 Gummigeschosse gebe ich dir. Die Medizin. Oh, warte mal. So. So. Und ein bisschen Nahrung. Obwohl, ich habe mehr Nahrung als Wasser, ne? Komm, machen wir voll. Nee, nichts fairen Handel, der ist fair genug. Der bleibt sogar fair, wenn ich das annehme. Mit dir kann man wirklich immer gute Geschäfte abschließen. Natürlich. Wenn das so weitergeht, dann brauche ich bald gar keine anderen Kunden mehr. Ja, weg. Das heißt auch, wir kriegen wieder ein paar Werkzeuge rein. Das ist doch gut. Nicht aufgepasst, ne? So, baust du denn dann jetzt welche? Ach so, 150 reicht. Hier ist er fleißig am Bauen. Wieso erwischt er denn die Werkstatt hier nicht? Ist doch die gewesen, ne? Wo war denn hier die Werkstatt? Sammlerhütte? Da, oder? Da. Ah, der baut auch. Ja, ja. Komm gleich. Ein Unglücklicher. Ja,
Wollen wir noch eine Expedition losjagen? Schadet ja nicht, ne? So, den hatten wir komplett leer geräumt. Wollen wir da gucken gehen? Achso, dann hatten wir schon, ne? Nee. Kundschafter schicken. Hat doch, da hatte ich schon mal geguckt. Aber da brauchte ich, glaube ich, irgendein Spezialgebiet. Ich weiß es nicht mehr. So, wo sind wir denn hier? Ja. So, ja, das sieht eigentlich gut aus. Hier hinten, da die Siedlung und so, da könnte noch mal wieder ein bisschen Deko hin, ne? Ja. Dekoration. Bau mal hier so eine Straßenlaterne auf. Hier, zack. Zack. Und hier. Zack. Und zack. Gut. Ah, guck mal, wie das Wasser hochgeht. So. Wieder gut. Läuft auch wieder. Was haben wir hier jetzt? Elektronik, mach mal schneller. Schneller, Kollege, schneller. Kräuter, 170, 300. Oh, das geht gut hier. Aber Kräuter. Ah, so, das muss ich auf jeden Fall haben. Was ist denn hier? So, Limit ist erhöht. Ist erreicht. So, das heißt, wir haben auch hier wieder einen Wissenspunkt. Hey Boss, uns sind beunruhigende Gerüchte zu Ohren gekommen. Anscheinend versammelt sich eine Gruppe Plünderer ganz in unserer Nähe und wird in Kürze versuchen, uns zu überfallen. Du solltest sicherstellen, dass unsere Verteidigungsanlagen einem Angriff standhalten können. Ja. Erstmal habe ich Milizen. Ich hatte hier irgendwo einen Wachturm aufgebaut. Was ist das hier? Das ist der Bus. Oh, den muss ich auch nochmal upgraden, den Bus, ne? So, warte mal, wo habe ich denn den Wachturm hingestellt? Hier. So, hier ist auch was eingelagert. Nee. Achso, du sollst hier Gummigeschosse einlagern. Gut. Das heißt hier 50%. Ja, verteile die anderen auch mal gut. Was ist das? Ja, genau. Jetzt wird die Seuche abgeschlossen. Genau. Logisch. Na, logisch. Hier den Bus. Ne? Was war denn dafür? Haben wir alles? Haben wir doch alles. Ja. Dann baller doch mal los. Wie sieht's hier aus? Meine Güte. Das dauert aber ewig hier. Ist denn diese blöde... Ja, das haben wir alle erreicht. Fehlen nur noch die Kräuter. Das sollte aber auch möglich sein. Hier fehlen auch nur noch drei. Das sollte auch klappen. Wunderbar. Wunderbar. Was ist denn hier? Ruine erkundet. Ach so, ja, da wollte ich ja noch geguckt haben. So, oh, Burgerladen. Fastfood-Restaurant. Was brauche ich? Habe ich einen mit einem Techniker-Abzeichen? Woran erkenne ich denn sowas? Ist krank. Ah, jetzt habe ich mir nicht gemerkt, woran ich das erkannt hatte, ne? So, stand glaube ich hier unten runter und die waren oben aufgeführt. Hier. Siedlerabzeichen. Siedlerabzeichen. Technikerabzeichen. Ja, haben wir einige, ne? Dann nehmen wir doch Nathan direkt. So, und dann geben wir noch mal einen jungen Erwachsenen ab. Obwohl das eher die Jen ist. Irgendwie was Altes. Hier, hier. Stationen. Nehmen wir wieder 20 Stück mit.
Gut, dann lassen wir da eingehen. So, ja. Ich würde sagen, den Angriff, den warten wir dann in der nächsten Runde ab. Sieht man die Jungs hier irgendwo? Ne, erstmal noch nicht, ne? Ich würde sagen, den Angriff, den gucken wir uns dann in der nächsten Runde an. Hoffe, dass bis dahin, also ich setze nochmal eine Verteidigung im Wachturm auf. Aber ich habe einen von da, die kommen von da. So, den bauen wir da eben zusammen. So. Läuft doch. Ja, ihr Lieben, wenn euch die Runde heute gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf diesem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gern auch eure Kommentare da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.